O du Fröhliche, als könnte man an diesen Tagen fröhlich sein. Nun ja, singen tut ja auch keiner, alles nur instrumental. Aber trotzdem, ein Weihnachtsgruß muss das doch sein. Ein Gruß zum Weihnachtsfest, liebe Elke. Denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung, dass auch diese schwere Zeit an uns vorübergeht. Und dann können wir auch wieder fröhlich sein, hoffe ich. Und da nun einmal Weihnachten ist, passt eine Weihnachtsgeschichte zum heutigen Heiligen Abend. Nicht irgendeine Weihnachtsgeschichte, es ist eine besondere Geschichte, so wie ich sie am besten vortragen kann. Eine Geschichte in Saarbrücker Mundart, also so, wie ich sie mir ausgedacht habe. Volkszählungen gibt's ja schon immer. Die Regierungen müssen ja wissen, wie sie das Geld drin kriegen. Das war also früher auch schon so. So vor ungefähr 2000 Jahren. Da hat der Kaiser Augustus auch wolle genau wissen, von wem er die Scheire haben kann. Schließlich wollte er ja auch leben. In der Zeit war es das erste Mal, dass er das gemacht hat. Alle Gare haben sie dorthin gemisst, wo sie auf die Welt gekommen sind. Und weil sie jo damals noch kein Internet gehabt haben, haben sie halt müssen laufen. Begeistert war die Josef dort davon natürlich auch nicht. Aber es ist im Jahr auch nichts anderes übrig geblieben und hat sich halt mit seinem auf den Weg gemacht. Von Nazareth hat er also müssen laufen bis nach Bethlehem. Und das ist ein ganz schönes Stück. Seins, also das Maria, war jo in anderen Umständen, was die ganze Laverei natürlich nicht einfacher gemacht hat. Und weil er vergessen hat, sich ein Zimmer reservieren zu lassen, hat er natürlich nichts Freies gefunden. Schließlich waren jo da noch viel andere Leute unterwegs. Da waren die zwei gerade noch glücklich, dass sie im alten Stall untergekommen sind. Das Maria hat dann ausgerechnet jetzt sein Bubsche gekriegt. Es ist noch nichts weiter übrig geblieben, als das Bubsche in Windele gewickelt in eine leere Skripsche zu legen. Um die Zeit waren nicht weit weg Hirte auf dem Feld. Die haben müssen auf ihr Schof aufpassen. Es war hier noch Mitte in der Nacht. Und wie der liebe Gott dann sein Engel runter auf die Wies geschickt hat, waren die ganz schön neben der Kap, denn so etwas haben die noch nie gesehen. Die Engel haben dann gesagt, dass sie keine Angst zu haben brauche. Sie wollte ja nur sagen, dass es Jesus Kind auf die Welt gekommen ist. Und sie solle mal nur Bethlehem gehen, dass er das Jesuskind im Krippchen sehen kann. Dann sind die Engel wieder in den Himmel geflogen. Die Hirte haben sich das natürlich nicht zweimal sagen gelassen und haben sich auf den Weg gemacht und wollte mal gucken, was da passiert ist. Denn den Stall haben sie dann auch gefunden mit dem Josef. Und auch das Maria. Da hat tatsächlich der Kleine im Krippchen gelegen und war in Windele eingewickelt.
was die Engel ihnen alles gesagt haben, haben die Hirte natürlich auch den anderen Leuten weiter erzählt. Denn so etwas haben sie ja noch nie erlebt. Und die Leute haben das wieder anderen Leuten erzählt. Und so wissen wir das halt heute auch noch, was damals alles passiert ist. Und deshalb können wir heute immer wieder jedes Jahr die Weihnachten feiern. Und so wünschen wir uns alle gar frohe Weihnachten.